Wir haben jetzt ganz häufig das Wort Geschäftsmodell erwähnt. Und Geschäftsmodell ist so ein Buzzword. Und es lohnt sich wirklich mal, das mit Inhalt zu füllen und klar im Unternehmen zu definieren, was ein Geschäftsmodell ist. Weil dann kann man auch über das Gleiche reden. Und das möchte ich jetzt im nächsten Teil zeigen. Ein Geschäftsmodell ist eben nicht so sehr nur eine Struktur, sondern sich zu überlegen, warum muss das Unternehmen existieren. Und Peter Drucker hat das mal hervorragend zusammengefasst. Der Zweck eines Unternehmens ist, Kunden zu gewinnen. Das ist der einzige Grund, warum ein Unternehmen existiert und nicht tief mit tiefen Kosten Produkte zu produzieren, die eben keiner braucht. Es geht im Geschäftsmodell um Kunden. Warum soll der Kunde bei Ihnen Kunde sein überhaupt? Und das ist die entscheidende Frage. Aber, und das ist auch wichtig, ein Geschäftsmodell ist natürlich eine Struktur, wie Wert für den Kunden geschafft werden. Und Sie als etabliertes Unternehmen, was digitalisieren möchte, muss ich natürlich überlegen, was ist eigentlich meine heutige DNA? Was ist das, was mich prägt? Was kann ich besonders gut? Aber denken Sie daran, wie bei Kodak, gewisse Dinge, die in der Vergangenheit hervorragend waren, kann genau auch der Grund sein, warum sie in der Zukunft sich nicht entwickeln können. Das sind diese stillschweigenden Annahmen hinter Ihrem Geschäft. In der Automobilbranche ist es so, dass man eben in Zulassungszahlen denkt und eben nicht in langfristigen Kundenbeziehungen, die ich tagtäglich aufrechterhalte. Und das ist so ein bisschen wie Ihre DNA. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie Ihre DNA funktioniert. Und trotzdem funktionieren Sie als Mensch hervorragend. Aber wenn Sie was ändern wollen, dann müssen Sie in Ihre DNA gehen, gewisse Dinge austauschen, gewisse Dinge anders machen. Das ist aber Geschäftsmodell als Struktur, sehr formalistisches Denken. Dann gibt es im anderen Bereich, der geht viel mehr auf das Herz der Mitarbeiter und auch der Kunden. Nämlich es geht um die Sinnfrage. Warum sollte Ihr Unternehmen existieren? Warum sollten die besten Mitarbeiter bei Ihnen arbeiten? Und warum soll der Kunde eigentlich mit Ihnen überhaupt ins Geschäft kommen? Das ist eben in der Digitalisierung so, dass Sie diese Fragen alle neu beantworten müssen. Weil wenn Sie nicht ein Umfeld bieten, dass die besten Mitarbeiter bei Ihnen bleiben, werden Sie zu spannenderen Wettbewerbern gehen und dort helfen, etwas zu bauen, was eben die Kunden wirklich schätzen. Und das ist eine Riesenherausforderung, diese Sinnhaftigkeit auch wirklich im Geschäftsmodell zu verankern. Denn es geht eben nicht allein um Profit. Und was sind die vier Elemente für ein erfolgreiches Geschäft? Als erstes steht die Value Proposition. Das ist die Antwort auf die Frage, was begeistert unsere Kunden? Wenn Sie etwas haben, gefunden haben, was Ihre Kunden begeistert, dann müssen Sie das natürlich auch liefern. Nämlich, wie schaffen Sie die Begeisterung für Ihre Kunden? Das ist die Geschäftsstruktur. Das ist da, wo die meisten Manager sich sehr, sehr wohl fühlen. Da können Sie optimieren. Aber das müssen Sie alles eben neu schaffen in der Digitalisierung. Dann müssen Sie Geld verdienen. Das ist das Ertragsmodell. Sie haben ja gesehen, es gibt ganz andere Ansatzpunkte, wo man heute Geld verdient, mit dem Prepaid-Modell. Das ist so, wie man klassischen Geschäftsmodell sieht. Aber was macht wirklich eine gute Firma aus? Es sind die Menschen. Nämlich, welche Menschen haben Sie in Ihrem Team? Welche Werte teilen Sie? Ist es Veränderungswillen, Innovationswillen und auch die Welt ein wenig besser zu machen? Das ist der Geist, der bei Ihnen im Unternehmen herrscht oder, wie ich das nenne, der Unternehmensgeist. Und als Aufgabe als Unternehmer ist es eben, diese vier Fragen zu beantworten. Und Sie müssen diese vier Fragen parallel beantworten und können eben nicht nur in einem Teil oder in dem anderen Teil sehr gut sein. Als Manager ist die Value Proposition eigentlich immer schon klar. Die Geschäftsstruktur ist klar und Sie müssen eigentlich nur noch optimieren. Wenn es zur digitalen Transformation kommt, müssen Sie all diese Bereiche ändern. Und das meiste, was konstant bleibt, ist eben Sie selber in Ihrem Team. Und deswegen müssen Sie Ihren Unternehmensgeist ändern, nämlich welche Werte teilen Sie, damit diese Veränderung auch positiv gesehen wird. Jetzt gehe ich durch diese einzelnen Bereiche mal durch. Was ist diese Value Proposition? Die Value Proposition ist erstmal, Sie müssen klar definieren, wer der Kunde ist. Und nicht der Kunde ist allein entscheidend, sondern welche Aufgabe übernehmen Sie für diesen Kunden. Sie erinnern sich, brauchen wir Buchhalter oder müssen wir eben unsere Bücher besser führen? Das ist die Aufgabe, die Sie in Ihrer Value Proposition erfüllen müssen. Wenn Sie das definiert haben, ist die Frage, welchen Nutzen stiften Sie? Welchen Nutzen bringen Sie den Kunden? Zusammen ist das die Value Proposition oder eben der Kundennutzen. Wenn Sie dann versprochen haben, und ich habe bewusst hier den englischen Begriff Value Proposition drin gelassen, weil er hat diese schöne Konnotation des Versprechens auch im Sinne eines Heiratsantrags. Auf Englisch heißt es to propose, einen Heiratsantrag stellen. Und die Value Proposition ist ein Antrag an das Herz Ihrer Kunden. Aber wie Sie alle wissen, einen Antrag stellen, das ist das eine, Sie müssen es auch erfüllen. Und das Erfüllen ist genauso wichtig. Und
In dieser Geschäftsstruktur müssen Sie ein Produkt haben. Sie müssen einen Vertrieb haben, der das ermöglicht, dass das Produkt dann auch zum Kunden kommt. Sie müssen eine Produktion haben, die das auch ermöglicht, in der Qualität zu liefern, wie das, was Sie versprochen haben. Auch eine Riesenherausforderung in der digitalen Welt ist diese Produktion. Überlegen Sie sich mal, wie viel weiter Amazon ist im Cloud Computing und was für unglaubliche Möglichkeiten dort schon entworfen wurden und wie viele deutsche Großunternehmen wirklich die Fähigkeit haben, große Softwareplattformen über Hunderte und Tausende und Millionen von Abnehmern oder Agenten zu führen. Ich glaube, da wissen wir, dass das nicht unbedingt die Kernkompetenz der deutschen Industrie ist. Da sind wir auch genau bei dem Punkt, welche Kernfähigkeiten brauchen Sie in der Zukunft? Und überlegen Sie sich, welche Kernfähigkeiten, die heute wichtig sind, können sogar Kern Negativkompetenzen sein. Welche behindern Sie eigentlich in der Zukunft? Und das ist zum Beispiel sehr schön bei Kodak zu erklären. Kodak war ein Chemiewerk, hat unglaublich hohe Kompetenz in der Chemie gehabt und man merkt, wenn man in der Chemie ist, bringt das natürlich relativ wenig, dann in das digitale Geschäft zu gehen. Fuji hat sich über die Kernfähigkeiten anders definiert, nämlich sie sind ein Chemieunternehmen geblieben und sind heute Zulieferer für die Kosmetikbranche geworden, weil sie gewisse chemische Kernfähigkeiten hatten oder Chemie in der Chemie Fähigkeiten hatten, die sie in neue Märkte übersetzt haben. Und Sie müssen sich genauso überlegen, wenn Sie etwas produzieren, was machen Sie selber, das sind Ihre Kernfähigkeiten, beziehungsweise was machen Sie über Partner? Wollen Sie mit Amazon partnern, um das KI zu nutzen, oder sehen Sie es als Konkurrenten? Das sind alles Fragen, die Sie entwickeln müssen in der digitalen Transformation. Dann der vierte Teil oder der dritte Teil darf nicht vergessen werden, es geht um Geld verdienen. Die Kosten können Sie jetzt nicht mehr so sehr beeinflussen, weil das war die Geschäftsstruktur, je nachdem, wie viel Sie ausgelagert haben, wie viel Sie selber investieren wollen in der Produktion. Das legt Ihre Kostenstruktur fest. Was Sie noch festlegen können, ist, für was nehme ich Geld? Und denken Sie einfach dran, Tetra Pak hat nicht die Maschine verkauft, sondern den Nutzen, den der Kunde von der Maschine hat, nämlich verpackte Leistung. Das gleiche mit Prepaid, was das eigentlich erst ermöglicht hat. In der Ertragsquelle ist eine unheimlich, ja, viel Musik drin, um eben Innovation voranzutreiben, nämlich nicht mehr ein Produkt mit einem Preis zu übersehen, sondern den Nutzen, den der Kunde aus dem Ganzen hat. Und ein schönes Beispiel dazu für ist eben, was passiert, wenn man die Wartung von einem Flugzeugmotor nicht mehr per Stunde bezahlen lässt, sondern Power by the Hour, also wie viele Stunden der Flieger fliegt. Das heißt, die Wartung wird bezahlt nach Stunden im Gebrauch. Und Airlines finden das natürlich sehr schön. Die Value Proposition ist nämlich so, dass Airlines plötzlich variable Kosten bekommen, die von ihrem Geschäftserfolg abhängen. Das heißt, je mehr sie fliegen, desto mehr zahlen sie. Aber wenn sie fliegen, haben sie auch entsprechenden Umsatz. Und das ist so ein kleiner Beginn. Man nennt das immer, alle reden von Predictive Maintenance, also vorhersagender Wartung. Und denkt so, ja, das ist das, was sich ändert. Aber Sie können sich vorstellen, dass das ganze Produkt oder Ihr Angebot sich radikal ändert, wenn Sie nicht mehr für Wartung bezahlt werden, sondern für die Stunden, die Maschine funktioniert. Sie werden ganz andere Wartungszyklen haben. Sie werden selbst wartende Maschinen haben. Sie werden sehr viel ausdauernde Maschinen bauen, weil Sie ja kein Geld mehr verdienen, wenn etwas unten ist, sondern Sie kriegen nur Geld, wenn das Produkt funktioniert. Das heißt, was klein beim Ertragsmodell anfängt, kann eine große Auswirkung auf Ihr ganzes Geschäftsmodell haben. Das waren die harten Faktoren und jetzt kommen die weichen, nämlich wer ist eigentlich in Ihrem Team und welchen Unternehmensgeist haben Sie? Und das ist ganz entscheidend, haben wir heute eigentlich die richtigen Leute an Bord? Und die Frage können Sie sich als erstes sich selber stellen. Haben Sie die Kompetenz eigentlich in der Zukunft auch zu führen oder sind Sie deshalb an dem Ort, wo Sie heute sind, weil Sie die Vergangenheit am besten beherrschen? Überlegen Sie sich das und überlegen Sie sich auch, welche Kompetenzen müssten in dem Team sein. Und es hilft auch, Diversität zu haben, nämlich andere Sichtachsen einzubringen. Das heißt, eine Ingenieurin in ein Marketing-Team schicken und Marketing in Ingenieurteams. Die Generationen miteinander zu mischen und zu sagen, ja, was können wir bewegen? Aber was entscheidend ist, damit das Team dann auch wirklich performt ist, welche Werte prägen uns? Das ist nicht, was Ihre HR-Abteilung an die Wand schreibt, sondern was sind die Verhalten, die Sie wirklich tagtäglich zeigen? Und diese Verhalten, kann man am kleinen Dingen sehen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, wir haben eine sehr kundenzentrierte Kultur, dann müssen Sie mir auch zeigen, wo sich das
ausprägt. Wie gehen Sie mit Reklamationen um? Oder wo sind Ihre Parkplätze für Kunden? Sind die direkt neben dem Eingang, damit der Kunde den schnellsten Weg hat? Oder sind immer noch die Direktorenparkplätze dort neben dem Eingang, weil Hierarchie wichtiger ist als der Kunde? Das heißt, nicht der Wert ist entscheidend, den Sie irgendwo hinschreiben, sondern Ihr Verhalten. Überprüfen Sie dieses Verhalten, weil den Verhalten müssen Sie ändern, um diese digitale Transformation eben zu machen. Und jetzt kann man all diese Elemente und Bausteine, die ich gerade erläutert habe, auf so eine Canvas packen. Und die Canvas zeigt Ihnen dann, wie was zusammenhängt. Rechts oben haben Sie die Value Proposition, Ihr Kunde, deren Nutzen. Links haben Sie die Geschäftsstruktur, wo eben Ihr Angebot steht, wie das Angebot den Kunden erreichen kann. Unten drunter das Ertragsmodell. Das Blaue legt eben fest, die Geschäftsstruktur legt eben fest, was Ihre Kosten sind. Und Sie sollten eben den Preis ansetzen für Ihr Angebot nicht am Produkt selber, sondern an dem Nutzen, den eben Kunden haben. Und wie eine Wolke umschließt das alles der Unternehmensgeist, der herrscht, weil Menschen machen den Unterschied, ob sie freundlich behandelt werden, ob gute Produkte entwickelt. Der Mensch macht den Unterschied. Der Mensch ist keine Ressource, die man austauschen kann. Der Mensch ist das, was Träume wahr werden lässt. Und das hängt alles zusammen. Sie können die besten Produkte haben. Wenn Sie keine Value Proposition finden, die der Kunde schätzt, dann brauchen Sie nicht weiterdenken. Sie können die besten Produkte haben, eine gute Value Proposition. Super, aber Sie haben nicht einen Vertrieb, der das auch zum Kunden transportieren kann. Dann funktioniert das auch nicht. Und das ist das unternehmerische Spiel, hatte ich ja schon mal gesagt. Sie müssen den Ball oben halten des Kundenverstehers. Sie müssen Geschäftsarchitekt sein, um das umzusetzen. Sie müssen die Ökonomie verstehen Ihres Geschäftes, der Basisökonom sein. Und Sie müssen Teambauer sein, der immer ein Team motivieren kann, Dinge anders und besser zu machen.